zum Freizeitpark-Video aus dem Belantis bei Leipzig. Wir sind jetzt im Eingangsbereich. Es ist hier ein riesiger Platz. Sieht sehr schön aus. Hier haben wir auch nochmal das Schloss ganz am Eingang. Hier gibt es sogar eine Popcornmaschine und was ich richtig cool finde, ist, dass man mit Karte bezahlen kann. Sowas sieht man ja auch selten. Normalerweise muss man Münzen einwerfen, aber hier kann man sogar mit Karte bezahlen. Wir gehen jetzt mal ins Schlosscafé. Hier gibt es den Eingang, auf der anderen Seite den Ausgang. Hier gibt es auch Slushies als Frozen Fanta und Coca-Cola Frozen. Die Idee finde ich auch cool. Wir haben uns jetzt auch eine leckere Slushie geholt. Du hast die Cola-Variante genommen und ich eine Latte Macchiato. Im Eingangsbereich gibt es ein schönes Kettenkarussell und hier so ein kleines Karussell noch. Der Park ist hier einfach auch sehr schön gelegen in der Natur mit sehr viel Wasser. Hier haben wir die Cobra, das ist eine der Achterbahnen im Park. Die sieht wirklich cool aus und ich finde, sie fährt sich auch sehr schön. Den Eingang von der Cobra. Mit dieser Bahn darf man ab 1 Meter und 4 Jahren fahren. Und bei Kindern mit 4 bis 6 muss ein Erwachsener mitfahren. So, jetzt können wir durch. Nein, du darfst nicht durch. Doch. Hier ist grün. Ach so, ich darf komm. Durch. Hast du Angst? Ja, ein bisschen gruselig sieht es schon aus. Oh, es flackert. Okay. Pauline duckt sich. Ja, es ist hier so ein kleines Labyrinth. Hast du Angst? Soll ich vorgehen? Ja. Geh du mal. Halt wie in einer Pyramide, ne? Ah, da kann man auch schon auf die Bahn schauen. Die Pyramide sieht auch klasse aus.
Die Pyramide ist einfach auch eine sehr coole Idee. Die Attraktion mit der Pyramide heißt Fluch des Pharao. Hier nebenan gibt es auch einen schönen Spielplatz. Fluch des Pharao darf man ab 1,40 Meter und 8 Jahren fahren. Zwischen 8 und einschließlich 12, nur neben Erwachsenen. Oh mein Gott, es ist total dunkel. Das Boot ist auch so schön flexibel unter den Füßen. Ja. Ah. Ja, die Pyramide bin ich mal gefahren, als der Park gerade eröffnet hatte. Ich glaube, das war 2003, bin mir aber gar nicht mehr so sicher. Meine Füße sind jetzt schon nass. Alles nur Geschwätz. Ich bin der größte Grabräuber aller Zeiten. Ja, ich glaube, wir werden jetzt rübergeschoben. Genau. Und dann geht es jetzt wahrscheinlich bergab. Hallo. Ah, Aufzug. Wir fahren im Aufzug nach oben. Und wieder rüber geschoben. Oh je, und jetzt geht's bergab, glaube ich. Ihr habt versucht, meine Schatzstelen umgekehrt. Oh ja. Ihr kommt hier oh nur mein Gott. Einfach wieder raus. Gut durchdrücken. Ist euch den Gefallen. Nach vorne, oder? So. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, läuft. Okay, ich bin komplett nass. Ja, das war ordentlich. Oh Gott! Oh, es ist hier draußen frisch. Ja, jetzt ist es plötzlich nicht mehr so warm. Boah, und ich habe komplett nasse Füße.
Wasser rollt, rutscht man noch so runter. Ja. Boah, jetzt ist es voll geil. Jetzt geht's nach unten. Und Schminke sitzt. Oh, jetzt sind meine Füße nass. Ja, also ich bin auch komplett nass an den Füßen. Jetzt fahren wir noch steil hoch. Hier haben wir die Wüstenexpedition. Hier kann man ganz cool rumfahren. Mit diesen Teilen. Hier geht es zum Strand der Götter. Hier geht es zur Odyssee. Da kann man Schiffchen fahren auf dem Wasser. Das bietet sich natürlich hier auf dem Wasser toll an. So, die Fahrt kann losgehen. Hier sind Fische drin. Ja, Mini-Fische. Ja, und Enten haben wir vorhin auch schon auf dem Wasser gesehen. Die schwimmt mit uns. Die Quallen sogar. Hier sieht man übrigens eine Karte mit den Attraktionen, an denen man vorbeifährt. Diese Attraktion hier drüben, die kenne ich auch noch vom ersten Jahr, in dem der Park geöffnet hat. Da bin ich auch schon damit gefahren. Das macht mega Spaß. Hier haben wir die Säule der Athene. Da muss man sich selbst hochziehen. Und hier haben wir den Flug des Ikarus. Darf man ab 7 Jahre und bis 100 Kilogramm. Die kenne ich schon sehr lang, die Attraktion. Macht super Spaß, damit zu fahren. Wird man hier so auf den Stuhl fixiert und dann fährt man fast bis da drüben an den Berg. Oh, das ist hoch, Pauline. Zurück. Hier haben wir jetzt den Götterflug. Pauline sitzt bereit, gleich geht's los. Ähnliche Attraktionen gibt es übrigens auch in anderen Freizeitparks, aber das hier ist der Prototyp. Ganz ursprüngliche Attraktion und die anderen Attraktionen in der ähnlichen Bauart sind alle abgewandelt. Also zum Beispiel im Holiday Park gibt es Skyfly, was ähnlich ist. Jetzt gehen wir in das Land der Grafen. Das sieht ja auch toll gemacht aus. Sehr schön gestaltet. Hier gibt es so einige Buden, wo man was essen kann. Hier kann man sich schön hinsetzen. Hier haben wir die Insel der Ritter.
diese Achterbahn, die ihr da seht, die macht auch sehr viel Spaß. Hier vorne haben wir auch einen kleinen Spielplatz, das ist auch sehr schön gemacht. Und wieder ein Riesensee. Hier geht es zur Insel der Ritter. Oh, das ist deine Lieblingsachterbahn. Zickzack. Zickzack? Weißt du, nach dem Holiday Park, die alte Achterbahn? Oh. Dein bester Freund. Ja, aber guck mal, wie die Arzt abgeht hier gleich. Die geht jetzt erstmal ordentlich runter. Ja. Zicke, 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 heu, heu, heu. Oh Gott. Ich fand die eigentlich immer voll cool. Da kann man von hier aus auch den Park schön sehen. Oh, jetzt geht's aber runter. Oh je. Hier haben wir den Drachenflug. Der ist ab 6 Jahre. So sieht der Drachenflug aus. Es geht ganz weit nach oben. Pauline liebt solche Attraktionen, aber mir wird es leider total schlecht davon. Ich glaube, bei Trips Trill gibt es auch so welche, oder war das Trips Trill? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber die sehen kleiner aus. Ich denke mal, dass du damit besser fahren kannst. Ja, Gas geben. Du musst Gas geben. Anschubsen. Ja, ist halt wirklich nicht einfach mit diesen Dingern zu fahren, wenn sie komisch fahren. Wir haben halt so ganz ungleichmäßige Räder, deswegen ist es halt eine Herausforderung, damit zu fahren. Dafür muss man gemacht sein, glaube ich, Pauline. Hier gibt es auch so eine Hürde hier hinten, da auch eine kleinere. Ja, das ist ja so der Gedanke dabei. Hier kommen wir zur Piratenbucht. Hier kann man was essen und es gibt Spielmöglichkeiten für kleine Kinder. Oh mein Gott. Toll ist auch hier die Möglichkeit, sich an den Strand zu setzen. Thank you.
Na, das geht schön hoch. Pauline fährt jetzt mal mit dem Black Pirate. Solche Attraktionen mag sie auch sehr. Ach cool, das kippt sogar zur Seite. Das ist mal was anderes. Hier seht ihr den Strand auch noch mal ein bisschen näher. Wenn man zum Beispiel mit jugendlichen Kindern herkommt, kann man sich hier locker an den Strand schmeißen und sagen, jo Kinder, dann fahrt mal Achterbahn. Und ich gehe dann mal hier so an den Strand, nicht? Ich meine, so manchmal hört man dann halt nebenbei mal Geschrei hier von dieser Achterbahn. Da schreit ja gar keiner. Die sind völlig entspannt. Boah, das würde ich jetzt auch nicht mehr schaffen. Immer wenn sich das so dreht, wird es mir irgendwie schlecht. Achterbahn kein Problem, aber solche Attraktionen sind für mich schlimm. Hier am Strand gibt es auch einen schönen Steg. Kann man hier auch ein bisschen snacken, sich entspannen. Hat eine tolle Aussicht. Diese Attraktion hier ist auch sehr schön. Da können sogar vierjährige Kinder drauf schon Achterbahn fahren. Es gibt sogar einen kleinen Lenker, da kann man dann dabei lenken, während man fährt. Ich habe mir sagen lassen, dass man im Park immer so ein bisschen versucht, große Attraktionen neben kleine zu stellen, damit die Großen was zu tun haben und die Kleinen. Das ist hier besonders gut gelungen, hier mit dieser Riesenachterbahn. Und hier die Mini-Achterbahn. Hier können die Kleinsten auch Auto fahren. Wir haben uns jetzt noch Hotdog-Menüs gekauft. Die sehen auch sehr lecker aus. Nom nom nom. So, jetzt geht's erstmal mega steil hoch. Oh mein Gott! Genau! Genau! Genau, meine Achterbahn. Ja, wir werden jetzt erstmal eingehakt und dann hochgezogen. Oh mein Gott. Jetzt wahrscheinlich so mit 100 km/h. Ja, hoch. Genau. Genau. Ich hab ihn schon schnell. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, aber jetzt runter! Das ist, oh mein Gott! Können Sie das bitte gut und schmerzlos machen? Komm, wir steigen wieder aus. Dürfen wir hier nochmal raus? Alles okay? Ja, es geht jetzt ganz langsam und dann... Oh
Leider müssen wir uns vom Belantis schon wieder verabschieden. Wir hatten einen wunderbaren Tag hier im Park. Wir wollen uns auch noch mal herzlich bedanken bei den Mitarbeitern, die uns beim Dreh unterstützt haben. Pauline wollte euch noch was sagen. Die Achterbahn Hurricane hier, die ist wirklich sehr toll. Sie ist zwar auch ein bisschen heftig, aber ich persönlich mag sie sehr. Und die Mitarbeiter sind hier auch echt nett. Ich bin die Achterbahn Hurricane 7-mal schon gefahren, hintereinander. Ja, hintereinander. Wow, ich könnte das nicht. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen fetten Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Tschüss! So, wir fahren jetzt erstmal mit dem Kart hier durch den Park. Sehr cool.